Willkommen, Freunde. Vor einigen Jahren ging die Geschichte der Frau, von der wir heute berichten, innerhalb weniger Tage um die Welt. Menschen auf allen Erdteilen wollten nicht glauben, dass so etwas überhaupt möglich ist. Während die einen ihr Handeln für, gelinde gesagt, nicht richtig hielten, nannten andere die Frau eine wahre Heldin. In jedem Fall blieben sie nicht gleichgültig, als sie von der Geschichte erfuhren. Wir alle haben täglich mit einer bestimmten Zahl von Menschen zu tun, seien es Kollegen bei der Arbeit oder Verkäufer im Laden. Wenn man einen Menschen im Laufe vieler Jahre täglich sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass zum Beispiel ein Kollege, mit dem man schon Jahre zusammenarbeitet, überhaupt nicht der ist, für den er sich ausgibt. Und erst nach vielen Jahren versteht man, dass jener Mann, der schwere Sachen trägt und genauso wie die anderen arbeitet, gar kein Mann ist. Erstaunt? Ebenso erstaunt waren auch die Ägypter, als sie die Geschichte eines 69-jährigen Schuhputzers in den Nachrichten hörten. Jetzt ist Sisa Abu Dao, Einwohnerin der ägyptischen Stadt Luxor, eine recht bekannte Person, die in einem kleinen Haus am Stadtrand ohne Wasser und Kanalisation lebt, wie übrigens viele Einwohner dieses Landes. Ihre Geschichte begann im Alter von 16 Jahren, als sie einen jungen Mann heiratete und schwanger wurde. Es war Liebe auf den ersten Blick. Nichts deutete auf ein Unglück hin. Der Mann arbeitete und versorgte die Familie. Sisa achtete auf ihre Gesundheit und wartete gespannt auf die Geburt ihres Kindes. Aber einige Monate vor der Geburt geschah in der Familie eine echte Tragödie. Der Mann starb an einer unbekannten Krankheit. Dadurch verlor die schwangere junge Frau, deren Familie nun kein Oberhaupt mehr hatte, auch die Einkommensquelle. Mit dem Ersparten konnte sie noch einige Zeit leben und ein gesundes Kind zur Welt bringen. Aber nach der Geburt musste sie sich eine Arbeit suchen, um sich und ihre Tochter zu versorgen. Sie beschloss als allererstes eine Arbeit zu suchen, aber alles war viel schwieriger, als sie sich vorstellen konnte. Ihre Lage erschwerte sich durch die örtliche Kultur, nach der eine Frau nichts an einem Arbeitsplatz zu suchen hat. Wohin sie auf ihrer Suche nach Arbeit auch kam, erhielt sie eine Absage. In ihrer Region arbeiteten üblicherweise nur Männer. Der Platz der Frauen war am heimischen Herd. Da war die 16-jährige Sisa einfach verzweifelt. Und mit Blick auf ihre Tochter, die sie ernähren musste, traf sie eine Entscheidung. Wenn es nur Arbeit für Männer gibt, dann werde ich selbst zum Mann. Das zwang die junge Frau, sich wie ein Mann zu kleiden und die häuslichen Aufgaben zurückzustellen, um den Lebensunterhalt zu verdienen und ihre kleine Tochter Huda zu ernähren. Vielleicht sagt jemand, dass so etwas unmöglich sei, aber Sisa versuchte auf jede Weise, die Männer nachzuahmen. Sie ließ sich die Haare kurz schneiden und begann, sich wie ein Mann zu benehmen. Mit der Zeit konnte sie sogar ihre Stimme verstellen. Später wurde sie ganz und gar wie ein Mann, zumindest äußerlich. Sie hatte nur ein Ziel, den ersehnten Arbeitsplatz zu bekommen. Jeden Tag zog die Ägypterin die Galabeya an, so heißt die männliche Tracht in afrikanischen Ländern. Auf dem Kopf trug sie einen Turban und an den Füßen Männerschuhe. Sie schnürte ihre Brust ein, obwohl dies für eine stillende Mutter natürlich nicht ratsam war. Zur Arbeit fuhr Sisa in die Nachbarstadt, wo niemand der Einwohner vermutete, eine Frau vor sich zu haben. Die fleißige Frau arbeitete unermüdlich und suchte sich keine leichte Arbeit. Zunächst arbeitete sie auf dem Bau. Wie die Männer schleppte sie Ziegel und mischte Zement. Später arbeitete sie auf den Feldern, die sie für die Aussaat pflügte und auf denen sie wie die kräftigen Männer von früh bis spät ackerte. In den letzten Jahren hatte sie eine Arbeit auf dem Bahnhof, als Schuhputzer im heimatlichen Luxor. Und das, obwohl Sisa für die schwere Männerarbeit nur weniger als einen Dollar pro Tag erhielt. Aber all das störte unsere Heldin nicht, ihre geliebte Tochter zu ernähren und aufzuziehen. So vergingen mehr als 40 Jahre und niemand konnte sich auch nur vorstellen, dass dieser Mann eine Frau ist. Ihre Tochter Huda ist schon längst erwachsen, verheiratet und hat 5 Kinder. Aber auch in ihrer Familie gab es ein Unglück. Hudas Mann versorgte lange Zeit die Familie und sie lebten nicht schlecht. Aber mit etwa 40 Jahren wurde er ebenfalls sehr krank und musste die Arbeit aufgeben. Und so kam es, dass Sisa erneut für das materielle Wohl der Familie sorgen musste. Die 69-jährige Frau steht jeden Morgen um 6 Uhr auf, um zum Bahnhof zu gehen. Ihre Tochter Huda bringt ihr alle für die Arbeit notwendigen Utensilien und kehrt dann zu den Kindern nach Hause zurück.
Vor einigen Jahren haben Stammkunden, die zum Schuhputzer am Bahnhof kamen, bemerkt, dass dieser Mann sozusagen etwas verdächtig ist. Es lässt sich nicht vermeiden, mit den Stammkunden ein Wort zu wechseln. Und auf die eine oder andere Weise haben die Kunden verstanden, dass sie eine Frau vor sich haben. Sie begannen, die arme Ägypterin so auszufragen, dass sie sie damit vertrieben haben. Denn leider wird das, was sie tut, in ihrer Kultur als schlecht angesehen. Die Frau musste sogar für einige Zeit vor den schiefen Blicken und bösen Zungen aus ihrer Heimatstadt fliehen. Und vielleicht hätte unsere Heldin ihr ganzes restliches Leben weglaufen müssen. Aber von diesem Fall erfuhren Journalisten. Ein Fernsehteam filmte eine Reportage über die Frau, die sich 43 Jahre lang als Mann ausgegeben hatte und war geschockt von dem, was es zu hören bekam. Die Nachbarn kamen gar nicht auf die Idee, dass nebenan eine Frau wohnt. Die Männer aus der Nachbarschaft unterhielten sich mit Sisa, baten manchmal um Hilfe und halfen unserer Heldin ebenso. Aber die ganze Zeit dachten sie, dass sie einen Mann vor sich hätten. Selbst das Haus, in dem Sisa jetzt wohnt, hat sie mit ihren eigenen Händen gebaut. Wie ein einfacher, kräftiger Mann. Als die ägyptische Regierung von der Geschichte der selbstlosen Mutter erfuhr, beschloss diese, Sisa Abu Dao die Auszeichnung für die ideale Mutterschaft zu verleihen. Diese Auszeichnung bietet bestimmte Vergünstigungen und eine Pension. Die gesamte Geschichte wurde im ägyptischen Fernsehen gezeigt und sie berührte die Herzen von Millionen Menschen, sodass die Frau sogar den Titel Mutter des Jahres erhielt. Jetzt arbeitet unsere Heldin immer noch als Schuhputzerin am Bahnhof. Aber nachdem das ganze Land von ihr erfahren hatte, hat sich das Verhältnis ihr gegenüber verändert. Sie hat viele Stammkunden gewonnen, die ihre Dienste nicht schlecht bezahlen. Die Männer, die bei Sisa vorbeikommen, behandeln sie mit großem Respekt und helfen, wie sie können. Denn das, was diese zerbrechliche Frau aus Liebe zu ihrer Tochter getan hat, schaffen selbst viele Vertreter des männlichen Geschlechts nicht. Sie hat nicht nur ihre Tochter aufgezogen und für ihre Familie gesorgt, sondern wurde auch zu einer Heldin im ganzen Land. Und wahrscheinlich ist sie das beste Vorbild für jene Männer, die zu Hause sitzen und auf das schlechte Leben und fehlende Arbeit schimpfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.